Leute, mein Name ist Danny. Tschüssi! Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir Janna Sisters. Nun, heute war so ein Tag, wo ich mir dachte, okay, was soll ich heute spielen? Keine Ahnung. Und das erste, was ich getan habe, ich bin auf Steam gegangen, habe mir irgendwie einer der neuesten Spiele rausgesucht, die spaßig aussahen. Hab mir das einfach gekauft. Das Spiel war zum Beispiel jetzt reduziert auf 5 Euro. Und ich will jetzt einfach mal spielen. Ich weiß nicht, um was es geht, aber ich heiße Janna Sisters und ich habe das Spiel noch nie gesehen in meinem Leben. Ich weiß nur, es ist ein 2D-Game. Es kam gut an, also die Rezensionen waren gut, die Leute mochten das Spiel und mehr weiß ich da nicht so wirklich. Also, ja, lass uns einfach mal spielen und schauen, um was es geht. Spielen, Seto. Spielen. Okay, mal schauen. Okay, ein Diamant. Wir haben eine Kiste voller Diamanten, das ist nice, das kleines Kind, wenn man schon so reich ist. Was zum Teufel geschieht da? Die Kiste mit dem Drogen. Die Diamanten fliegen raus, einfach so? Oh Gott. Okay. Da, oh! Nice, ey. Was? Okay, das war nicht gut, dass die Kiste runtergeflogen ist. Ich meine, das war unsere Lieblingskiste. Oh mein Gott! Okay, das bin ich. Okay, 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 okay. Es soll ein Retro-Game sein. Jetzt verstehe ich auch, was sie meinten. Es soll irgendwie damalige Zeiten erinnern. Holy, okay. Okay, wir sind hier. Wie kann ich springen? Kann ich noch was anderes tun? Außer springen und, ich glaube nicht. Loading. Okay. Wo bin ich? Was ist das? Drücke die Leertaste, um zu springen. Yes, Baby. Jetzt wird mir gezeigt, wie das Spiel funktioniert. Gib mir die Diamanten. Meine Box. Oh, kann ich auf sie springen? Yes, nice. Okay. Wir können Gegner töten. Das ist nice. Oh, ey, das ist irgendwie so Mario-mäßig, oder? What the fuck? Das ist voll Mario-mäßig. Ich mag das, in Random Games reinzukommen. Springen gegen diesen Stein, um das Punk-Upgrade auszulösen. Was? Oh, hi. Yoshi, bist du's? Oh! Was zum Teufel ist geschehen? Sprichst du als Punk Janna von unten gegen diese Steine, werden sie zerstört. Yes! Das ist cool. Okay, so ganz ist es nicht wie Mario. Finde alle roten Diamanten auf der Karte, um Zugang zum Bonuslevel zu erhalten. Okay. Alle roten Diamanten. Oh, was ist das da unten? Seht ihr das? Kann ich da rein? Ich glaube nicht. Okay. Wir gehen einfach weiter entlang. Oh ja, das ist richtig. Okay, es ist ein sehr... Es soll euch noch an die damaligen Retro-Zeiten erinnern. Schätze ich mal. Die Leute haben das Spiel geliebt. Okay, nice. Gib mir das. Das finde ich sehr gut. Oh, rote Diamanten. Oh, oh, oh. Habe ich jetzt ein neues... Yay, yay. Das waren 2 rote Diamanten. Nice. Wir haben alle gefunden. Yay. Nice. Okay, nächstes Level. Bitte. Oh, das ist in so einem System. Oh, das ist cool. Okay, ich mache einfach weiter jetzt. Level 1 von... Nee, 1, 2. Ich glaube, Welt 1. Auf manche Gegner kannst du springen. Ja, das wusste ich bereits. Ich finde, das erinnert so extrem an Mario wegen den... Wegen diesen Teilen. Irgendwie an Münzen. Keine Ahnung, finde ich persönlich. Ich will dich töten. Das ist richtig. Ich zeig dir, wer dein Dad ist. Gib mir meine Münzen. Gib mir meine Münzen. Das ist richtig. Ich mag es, ein Punk zu sein. Also nicht im echten Leben. Da wäre ich ungern ein Punk, aber hier im Spiel, wieso nicht? Okay, das ist... Ich will dir mal die Musik anhören. Oh, hier unten geht's lang. Nein! Was? Ich bin komisch gestorben. Ich dachte, da unten geht's lang. Was sind diese Stellen hier? Seht ihr das? Was ist das? Ich will wissen, wie ich da rein kann. Oder was es sein soll unten. Ist ein bisschen dunkler. Yes, ich werde wieder Punk Janna, Baby. Oh yeah, jetzt kann ich sie zerstören, ne? Wieso kann ich die Blöcke zerstören, wenn meine Haarfarbe sich ändert? Das macht sowas für keinen Sinn. Macht sowas für keinen Sinn. Okay. Okay, okay, wir machen das. Was ist das da unten? Ich dachte, ich kann da lang. Oh, oh. Ich kann tanzen. Das macht das Spiel noch viel besser, als es ist. Okay, let's go. Ich mag die Musik, das Spiel ist so entspannt. So manche Spiele sind einfach so simpel gehalten, aber einfach so entspannt. Also wenn man sich entspannen will, sag ich mal. Perfekt. Wenn man irgendwie ein Spiel richtig gern spielt. Und die meisten Spiele, die man gern spielt, die stressen ein. Weil sie wahrscheinlich Multiplayer sind und... sagen wir zum Beispiel Call of Duty, okay? Sagen wir zum Beispiel Call of Duty, man spielt Call of Duty. Und das Spiel nervt einen so sehr. Ihr seid so angepisst von diesem Game, ihr könnt nicht mehr spielen. Ihr habt euren Tisch geschlagen oder keine Ahnung was. Tu das nicht, der arme Tisch. Er muss sowieso den ganzen Tag auf einem PC und das Ganze halten. Also tu das bitte nicht. Aber... und dann spielt ihr dieses Spiel. Das ist so... Das ist entspannt, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, wow, ich will alles sammeln. Okay, okay. Ist das Ziel jetzt eigentlich nur, unsere Box zu bekommen? Ich glaube, ja. Okay, wenn wir sie haben, dann ist... Ich schätze mal, das ist das Ziel. Was ist dieses Feuer und Dings da, Bumster? Ich drücke einfach mal drauf. Okay, 1 von 3. 1, 3.
Welt 1, ich glaube Level 3. Okay, let's go. Punk-Jana schießt Feuerbälle mit STRG-Taste. Wow! Oh, wow, 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 wow. Holy shit! Oh, yay, das ist episch. Ich liebe Punk-Jana, Baby. Die ist episch. Aber das ist so... Das ist voll ähnlich wie Mario, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da unten ist was. Yes, ich kann da rein. Bin ich sehr gut. Man könnte jetzt denken, das Spiel ist für Kinder, aber nein. Wenn du 100 blaue Diamanten gesammelt hast, erhältst du ein extra Leben. Yes. 5 Leben habe ich, by the way. Irgendwie auch von Mario. Und diese Teile erinnern mich an... Alter. Und ich weiß, es erinnert mich extrem an Mario. Mario Nummer 2, Baby. Muss ich aber sagen. Ich find's gar nicht mal so schlecht, manchmal in so random Games reinzugehen, einfach irgendwas zu spielen. Ich meine, wieso nicht? Wieso nicht? Es gibt keinen Grund, wieso nicht? Wie viel haben wir? 51 haben wir. Okay, wenn wir wieder 100 finden... Ey, ohne Scheiß, das ist wirklich so wie bei Mario. Am Anfang habe ich ein bisschen gescherzt, aber dann... Okay, nice. Oh, da unten sieht es immer so aus, könnte man da lang. Ich glaube, das ist ihr Twerken, glaube ich. Ich glaube, sie twerkt gerne. Nice. Das Spiel sollte Twerking Jenna heißen. Oder wie heißt das Spiel nochmal? Irgendwas mit Jenna, glaube ich. Twerking Jenna wäre episch. Welt 1 von 4. Wir haben unsere Fledermaus, Leute. Ne, mal ehrlich, was ist das da unten? Auf jeden Fall sieht es gruselig aus. Werden die Level eigentlich schwerer? Könnte sein, dass die Level am Anfang ziemlich leicht sind. Auf manche Gegner solltest du nicht springen. Ah, natürlich nicht. Ist ja klar. Okay. Piranhas? Gibt's auch in Mario? Okay, ist egal. Wir werden sie einfach ignorieren. Scheiß auf die Piranhas. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ich will wissen, wie ich da... Okay, ich sehe es. Okay, es ist ziemlich einfach, das Game. Also sehr einfach sogar. Komme ich da rein? Yes! Es gibt unsichtbare Wände. Gibt's auch in Mario. Okay, ich will das Spiel nicht allzu sehr mit Mario vergleichen. Es tut mir leid. Aber es ist nun mal ähnlich, okay? Okay, was ist das? Eine Tür. Okay, sie teleportieren uns zur anderen Tür, was nice ist. Da ist ein Skelett. Hi, Mr. Skelett, alles klar? Okay, ich weiß nicht, wieso, aber Skelette reden nicht so gerne mit mir. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Okay. Diese Gegner müssen immer sterben, die armen Teile. Vor allem, wie oft ich einfach dagegen springen kann, ohne dass irgendwas passiert mit meinem Kopf. Habe sowieso nicht verstanden. Ich meine, Mario hat einen harten Kopf, aber das ist ein Mädchen. Wie will sie so einen harten Kopf haben? Alter, normalerweise müsste alles zerbrechen. Und die roten Diamanten zu finden ist auch nicht allzu schwer. Oh, das ist Piranha. Okay, warten wir. Ja, das machst du sehr schön. Gott, diese Teile sind aber brutal. Was ist das? An Blumen wird das Spiel gespeichert. Nice. Yes. Jetzt mag ich Blumen noch mehr. Blumen. Ich sag mal so, wenn man eine Blume... Oh nein, jetzt bin ich gestorben. Wenn man eine Blume in seinem Zimmer hat, dann ist man weniger gestresst. Also ich will mir auch eine Blume für mein Zimmer jetzt holen. Ich habe welche in meinem Schlafzimmer. Oh nein! Ich habe welche in meinem Schlafzimmer. Zum Glück habe ich übrigens hier gespeichert. Aber keine in meinem Zimmer leider. Ich will mir auf jeden Fall eine holen, eine Blume. Damit ich weniger gestresst bin, finde ich sehr gut. Okay, ich will eigentlich nach unten gerne hin. Kann ich nach unten bitte? Nein! Schon wieder bin ich gestorben! Alter, was soll das denn? Ich sterbe die ganze Zeit an dieser Stelle, weil ich irgendwie nicht weiterkomme. Okay. Wieso komme ich immer mit dem Kopf dagegen? Okay, jetzt aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gleich verloren. Ich habe noch ein Leben. Nur weil ich an dieser Stelle die ganze Zeit sterbe. Okay, alles klar. Ich merke es mir. Okay, so jetzt. Das meine ich. Null Leben. Null Leben. Wenn ich jetzt sterbe, ist Game Over. Okay, wisst ihr was? Ich will den roten Diamanten gar nicht mehr haben. Der rote Diamant nervt nur. Okay, okay. Oh, wow. Das Spiel ist nicht so einfach, wie ich dachte. Irgendwie wenn man den mit... Ach, da ist das Ende. Oh mein Gott, da ist das Ziel. Kriege ich wenigstens ein Leben oder sowas dazu? Und was? Ich kann da unten immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Ich weiß nicht, was sie tun. Okay, okay. Piranhas? Keine Piranhas? Sicher? Okay. Was passiert, wenn ich ins Wasser falle? Kann ich springen? Ich meine, schwimmen. Drücke nach oben und nach unten, um die jeweilige Richtung zu sehen. Da unten ist was, Leute. Yes. Okay, das ist sehr cool. In Mario kann man das nicht tun. Oder kann man? Nein, in Mario gibt es eine feste Kamera meistens. Die selber entscheidet, was man sieht und was man nicht sieht. Okay, bitte mach mich zu Punk Jenna. Yes. Nice. Gib mir das. Oh yeah, baby, let's go. Ja, und hier geht's da unten. Oh Gott. Hi. Kann ich so viele Feuerbälle schießen, wie ich will? Moment mal. Ach, da war ich schon. Okay. Okay, nice. Oh, was ist das? Oh, cool. Ich habe jetzt schon den Namen des Spiels vergessen. Also, der Name des Spiels ist kompliziert, muss man sagen. Also, ich habe halt noch nie was von dem Spiel gehört. Wie soll ich mir den Namen so schnell merken? Könnt ihr mir das erklären?
Okay, ich glaube, je länger wir die Leertaste gedrückt halten, desto höher springen wir übrigens. Nice, diese Gegner sind keine Herausforderung. Ich hoffe, man bekommt später bessere Gegner. Weil die sind ziemlich schwach und wir haben alle roten Diamanten, was nice ist. Nice! Gemeistert das Level mal wieder. Janna Sisters heißt es. Okay, Janna Sisters. Wahrscheinlich ist die rothaarige und die blauhaarige oder was auch immer die war. Vielleicht sind das Geschwister und es regnet. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich den Regen liebe. Ich liebe Regen so sehr. Ich finde einfach zocken bei Regen macht am meisten Spaß. Am besten Fenster auf, dem Regen zuhören und einfach nur zocken. Ich liebe es einfach so sehr. Das ist wirklich einer der geilsten Gefühle. Leider habe ich hier Gardinen und bekomme irgendwie nie was vom Regen mit. Ich glaube, ich sollte die Gardinen mal aufmachen. Nur dann gucken irgendwie alle Leute rein, habe ich das Gefühl. Das wäre nicht so gut. Obwohl, naja, da an dieser Stelle, wo man normalerweise reingucken könnte, sind nicht allzu viele Leute. Aber es würde mir ein bisschen komisch vorkommen, wenn irgendwie Leute hier reingucken könnten. Aber vielleicht mache ich dann doch auf, mal schauen. Ich meine, Regen zu hören ist wirklich was extrem Nices. Ich weiß gar nicht, wie manche Leute Regen nicht mögen können. Aber was besser ist als Regen, ist Gewitter, finde ich persönlich. Ich liebe Gewitter so sehr. Gewitter ist das Beste der Welt, finde ich. So nice. Also von meinem bisherigen Eindruck muss ich sagen, das Spiel ist nicht für jeden was. Es ist für Ältere was, finde ich. Klingt zwar komisch und für Jüngere, aber nicht für Leute wie mich normalerweise, weil... Ich habe übrigens den roten Diamant nicht gefunden, aber... Das Spiel ist quasi entweder für Leute, die gerne wieder das Feeling von damals haben möchten. Dieses Retro-Feeling. Oder für Kinder natürlich, die gerne sowas spielen. Also es ist normalerweise einfach so. Aber für Jugendliche, die so sich in der Mittelzeit befinden, die sich nicht an irgendwas von damals erinnern wollen. Oder so ist das Spiel eigentlich nicht so. Also für mich zumindest nicht. Aber ich wette für jüngere Leute von euch. Dafür, da ist das Spiel wirklich gut geeignet für. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, so ein kleines Risiko einzugehen. Ich meine, man kann ein neues Spiel anfangen, es kann grauenhaft sein, es kann aber auch gut sein, das Spiel. Aber man hat es wenigstens getestet. Und ihr müsst euch nicht kaufen. Quasi, ich spiele irgendein Spiel, gebe dafür, ich bin der Einzige, der dafür Geld ausgibt. Und ihr wisst dann, okay, ist das Spiel was für mich oder nicht? Deswegen spiele ich diese Spiele. Oh, hi! Hi, 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 hi! Holy shit! Okay, okay. Boom! Oh, yes! Wir haben es down bekommen, du Loser. Nice! Was ist das? Okay, nur Punkte, mehr nicht. Nur Münzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht diese Piranhas, okay. Wir beeilen uns lieber, bevor die mir irgendwas antun. Gott, wir sind so brutal. Wir töten Vögel. Das würde ich niemals im echten Leben tun. Ich mag Vögel. Frederico, du magst auch Vögel, ne? Ja, du magst Vögel. Von der Skala von 1 bis 2, badass, wie sehr? Badass! Okay, Frederico liebt Vögel, das wissen wir aber mittlerweile. Er will selber gerne Vogel sein, wenn er erwachsen ist, aber... Ich meine, er ist schon erwachsen, aber er denkt immer noch wie ein Kind. Er benimmt sich so wie ein Kind. Deswegen, ja. Das ist Frederico ist immer so ein Thema. Ich glaube, das werden wir niemals vergessen. Und, okay, das tötet ihn nicht, wenn ich das tue. Ich hätte schwören können, das tötet ihn. Aber nope. Ein Castle. Oh, nein. Toll, ich habe meine Fähigkeit verloren. Egal, jetzt bin ich wieder blond. Jetzt bin ich wieder dumm. Das ist Spaß, nichts gegen blonde Witze. Ich will noch ein Level spielen, ein Level ganz gerne spielen. Weil es ist nicht... Es ist nicht schrecklich, das Spiel. Oh. Yes. Ich werde... Was genau ist da passiert? Habt ihr es gesehen? Ich habe noch 2 Leben, verdammt. Oh, oh. Okay, das ging auf einmal... Oh, mein Gott. Ach, nein, 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 nein. Oh, nein. Der Boden geht kaputt. Ich glaube, dieses Level wird langsam schwerer, Leute. Oh, mein Gott. Hi. Nimm das. Okay. Brauchen wir die Punkte? Brauchen wir die Punkte wirklich? Ich denke eher weniger. Okay, es wird schwerer, was nice ist. Oh yeah, Baby, das gefällt mir. Nice, nice, nice. Oh, bis jetzt sieht es gut aus. Nun, ich weiß nicht, wie schwer es wird. Wir werden es auch nicht sehen. Aber ihr könnt mir ja eure Meinung zum Spiel sagen. Ich denke, wenn man zuguckt, ist es bestimmt nicht so cool, wie als wenn man spielt. Aber ich mag die Musik. Sehr mysteriös. Habe ich auch noch nie so gehört. Also, ist jetzt, ich glaube, es ist sogar eine selbstkomponierte Musik, weil ich habe die Musik noch nie in meinem Leben gehört. Und ich habe schon viele Lieder gehört in meinem Leben. Oh mein Gott. Okay, ich kann also nicht schwimmen. Verdammt, ich hab Speicherpunkt aktiviert, oder? Ja, habe ich. Nice. Okay, jetzt ist die Frage, komme ich da durch? Weil ich habe eigentlich noch 2 Leben. Ja, noch 2 Leben ungefähr. Oh. Man muss einschätzen können, wie hoch kann man jetzt springen? Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, wir haben das Level geschafft. Okay, das Spiel wird echt gut, muss ich sagen, später. Aber na gut, das war das Spiel.
Jetzt wisst ihr es, ihr könnt es euch kaufen, wenn ihr wollt, ihr müsst es aber nicht tun. Es ist aber ziemlich billig, also ich denke, es lohnt sich sogar fürs Geld, muss ich sagen. Für so eine kleine Unterhaltung für nebenbei. Also vielen Dank fürs deine Schauen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie Badass! Ihr seid und leckt dieses Video, schau auf Minecraft vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniert jetzt, muss ich euch beispielsweise, ich werde dich im nächsten Video wiedersehen, dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, schau! Was geht, Leute? Mein Name ist Danny.